Herzlich willkommen zur zweiten Vorrecheneinheit der Nachrichtentechnikübungen des Instituts für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation der Technischen Universität Graz. Heute zum Thema Winkelmodulation bzw. genauer Frequenzmodulation und Phasenmodulation. Wie Sie wissen, wird diese Vorrecheneinheit aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation aufgezeichnet und Ihnen als Stream zur Verfügung gestellt. Der Zeitplan des Abschnitts analoge Modulation gliedert sich wie folgt. Im letzten Stream gestern haben Sie eine kurze theoretische Einführung sowie Rechenbeispiele zur Amplitudenmodulation gesehen. In diesem Stream hier erfolgt eine kurze Theorieeinführung sowie die Rechenbeispiele zur Winkelmodulation. Am 20. April, kurz nach den Osterferien, wird es zum Kapitel der analogen Modulation eine kurze Fragestunde in Form eines Livestreams geben. Für all jene, die den Stream zur Amplitudenmodulation noch nicht gesehen haben, möchte ich einige administrative Hinweise wiederholen. Wie Sie schon aus der ersten Übung Informationstheorie und Codierung wissen, gibt es zu jedem Teilkapitel ein Übungsblatt, welches von Ihnen obligatorisch zu rechnen ist. Dieses wird Ihnen am Ende der Übung kurz vorgestellt und im Teach Center der TU Graz zur Verfügung gestellt. Die erste Teilklausur ist am 8. Mai geplant und wird die Themenbereiche Informationstheorie und Codierung sowie analoge Modulation abdecken, sofern sie aufgrund der derzeit herrschenden Situation überhaupt stattfinden wird. Wir werden heute mit der Winkelmodulation beginnen, das heißt, wir werden uns die Darstellung im Zeit- und Frequenzbereich anschauen, danach etwas zum Modulationsgrad hören. Weiter gehen wir mit der Leistungsbetrachtung über die Winkelmodulation und wir werden das Kapitel mit Betrachtungen zum Rauschen und zum Signal-Rausch-Verhältnis abschließen. Bei der analogen Winkelmodulation wird das analoge Nutzsignal anstatt der Amplitude dem Winkel bzw. der Phase eines harmonischen Trägers, das heißt zum Beispiel einer Sinusschwingung, aufgeprägt. Die Amplitude bleibt dabei konstant. Der bereits im unmodulierten Fall zeitabhängige Winkel Phi von t wird also zusätzlich durch das Modulationssignal beeinflusst. Sie erhalten für das Signal U zum Zeitpunkt t, also U0 mal Cosinus Phi von t. Die Amplitude U0 der Trägerschwingung bleibt wie bereits erwähnt konstant. Wird ein Signal über einen physikalischen Kanal übertragen, so wirken auf diesem Kanal Störungen ein. Diese Störungen beeinflussen aber meistens die Amplitude eines Signals und seltener die Phase. Aus diesem Grund haben winkelmodulierte Signale den Vorteil, dass sie robuster gegen Störungen sind als amplitudenmodulierte Signale. Es gibt nun zwei Arten von Winkelmodulationen. Auf der einen Seite die Phasenmodulation oder kurz PM. Dabei wird der Momentanphasenwinkel abhängig vom Modulationssignal geändert. Auf der anderen Seite gibt es die Frequenzmodulation oder kurz FM. Dabei wird die Momentanfrequenz abhängig vom Modulationssignal geändert. Dies führt dann auch zu einer impliziten Änderung des Momentanphasenwinkels. In Österreich wird die FM-Übertragung beispielsweise im UKW-Rundfunk verwendet. Sie kennen das bestimmt vom Radio. Beginnen wir mit einer kurzen theoretischen Einführung zur Winkelmodulation. Als erstes definieren wir dazu die Mittenfrequenz und die Momentanfrequenz. Links auf dieser Folie wird der Momentanphasenwinkel eines unmodulierten Trägers über die Zeit dargestellt. Wie Sie sehen können, steigt dieser mit der Zeit linear an. Der Grund dafür ist, dass sich die Momentanfrequenz nicht ändert. Die sogenannte Mittenfrequenz ist somit auch gleich der Momentanfrequenz Omega 0. Im rechten, modulierten Fall erfährt das Signal eine Änderung des Momentanphasenwinkels. Der Grund hierfür ist, dass sich auch die Momentanfrequenz ändert. Im Bereich T und T plus Delta T
kann nun die Mittenfrequenz über die Bestimmung der Phasenwinkeländerung erfolgen. Wird Delta T infinitesimal klein gemacht, erhalten Sie die Momentanfrequenz. Damit ergibt sich bei den Winkelmodulationen der wichtige Zusammenhang zwischen der Momentanfrequenz und der Momentanphase. Durch die Ableitung des Momentanphasenwinkels Phi von T nach T erhalten Sie die Momentanfrequenz Omega T. Umgekehrt erhalten Sie den Momentanphasenwinkel durch Integration der Momentanfrequenz. Vergleichen wir nun die beiden Winkelmodulationsarten Phasenmodulation und Winkelmodulation. Bei der Phasenmodulation auf der linken Seite wird der Momentanphasenwinkel direkt durch das Modulationssignal S von T bestimmt. Der Phasenhub, welcher sich auf Seiten der Phasenmodulation ergibt, bezeichnet die maximale Phasenabweichung von der unmodulierten Trägerphase. Bei der Frequenzmodulation, dargestellt auf der rechten Seite, ergibt sich die Momentanfrequenz groß Omega proportional dem Modulationssignal S von T. Der Momentanphasenwinkel ergibt sich aus dem Integral über die Momentanfrequenz. Der Frequenzhub gibt die maximale Abweichung der Momentanfrequenz von der Trägerphase an. Beachten Sie bitte, dass der Frequenzhub nicht mit der Bandbreite des modulierten FM-Signals gleichzusetzen ist, obwohl der Frequenzhub einen wichtigen Einfluss auf diese ausübt. Vergleicht man nun die Phasenmodulation und die Frequenzmodulation weiter, so sieht man, dass die PM durch die Ableitung der Momentanphase eine Frequenzänderung impliziert. Die maximale Frequenzabweichung kann nun durch den Frequenzhub der PM ausgedrückt werden. Umgekehrt kann bei der FM auch die zugehörige Phasenänderung zur entsprechenden Frequenzänderung bestimmt werden. Wiederum kann für die FM ein Phasenhub angegeben werden, welcher auch als Modulationsindex bezeichnet wird und angibt, inwieweit sich die Phase im Vergleich zur unmodulierten Trägerphase maximal ändert. Oder anders ausgedrückt, der Modulationsindex ist der maximale Frequenzhub bezogen auf die Grenzfrequenz des Ursprungssignals. Wie man also sieht, sind die Phasenmodulation und die Frequenzmodulation verwandt. Man kann nun eine PM erhalten, indem man das differenzierte Modulationssignal FM moduliert. Umgekehrt kann man eine FM erhalten, indem man das integrierte Modulationssignal PM moduliert. Sehen wir uns im Folgenden die wichtigsten Kennwerte einer Frequenzmodulation anhand einer einzelnen Sinusschwingung als Modulationssignal für eine FM an. Das Modulationssignal sei also S1 von T gleich groß S1 mal Cosinus Omega 1 mal T plus Phi 1. Die Momentanfrequenz bei der FM hängt nun direkt mit dem Modulationssignal über die Beziehung groß Omega von T gleich Omega 0 mal Klammer 1 plus A mal S1 von T und weiter gleich Omega 0 mal Klammer 1 plus M mal Cosinus Omega 1 mal T plus Phi 1 zusammen. Es können daraus folgende Kennwerte ermittelt werden. Analog zur Amplitudenmodulation, die wir ja gestern durchgemacht haben, kann auch bei der FM ein Modulationsgrad definiert werden. Er ist als Maß der relativen Änderung der hochfrequenten Trägerschwingung FHF zu verstehen. In der Praxis hat dieser Modulationsgrad im Gegensatz zum Modulationsindex allerdings keine Bedeutung. Der Modulationsgrad ergibt sich aus dem Betrag vom Signalmaximum S1 multipliziert mit der Modulatorkonstante A. Im FM-Signal wird ein zur Trägerfrequenz symmetrisch liegender Frequenzbereich durchlaufen. Mit den beiden Grenzen der Frequenz, das heißt der oberen und der unteren Frequenzgrenze, wird der Frequenzhub berechnet.
Der Frequenzhub ergibt sich also aus dem Modulationssignal multipliziert mit der unmodulierten Trägerfrequenz groß Omega 0. Der Modulationsindex ist gleich dem Verhältnis zwischen dem Frequenzhub und der Signalfrequenz. Er ist proportional zur Niederfrequenz oder Basisbandamplitude. Der Modulationsindex, oder auch Phasenhub genannt, hängt also bei einer Modulation mit einer harmonischen Schwingung direkt mit dem Frequenzhub zusammen. Er ergibt sich als Frequenzhub dividiert durch die Frequenz Omega 1 des harmonischen Modulationssignals. Die Momentanphase kann, wie bereits erwähnt, durch das Integral über die Momentanfrequenz ermittelt werden. Als Grundlage für die Betrachtung des FM-Spektrums wenden wir uns den sogenannten Bessel-Funktionen zu. Die Grundidee dabei ist, dass sich eine komplexe Exponentialschwingung mit Sinus im Exponenten in eine Darstellung mit Bessel-Funktionen umwandeln lässt. Die Werte für die Bessel-Funktionen sind in einer Tabelle zusammengefasst, die Sie auch im Teach Center der TU Graz finden können. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Bessel-Funktionen in dieser Tabelle nur für die Werte mit positivem Index n angegeben sind. Jedoch kann man aus den Werten mit positivem Index auf die Werte mit negativem Index schließen. Ist n nun gerade, dann ist i von minus n gleich i von n. Falls n ungerade ist, dann ist i minus n gleich minus in. In den Grafiken sind die Lösungen der Bessel-Funktionen als J0 bis Jn bezeichnet. In dieser Grafik sehen Sie den Zusammenhang zwischen den Bessel-Funktionen und dem FM-Amplitudenbetragsspektrum. Für diese Grafik wurde ein FM-Träger mit 1 kHz Grundfrequenz gewählt, dessen Amplitudenwert aus dem Verlauf der Bessel-Funktion I0 abgelesen werden kann. Die Amplituden der Seitenfrequenzpaare in Abhängigkeit vom Modulationsindex erhalten Sie aus den Verläufen der höheren Bessel-Funktionen beginnend ab I1. Verlaufen die Bessel-Funktionen im Negativen, so werden die Amplitudenwerte des Seitenlinienpaars im Fourier-Spektrum weiterhin positiv dargestellt. Würde man zusätzlich zu diesem Amplitudenspektrum ein Phasendiagramm darstellen, so würden Sie dort jedoch eine Phasenverschiebung von 180 Grad erkennen. Zur Betrachtung des Spektrums einer FM betrachtet man sich zuerst den Verlauf der frequenzmodulierten Schwingung im Zeitbereich. Sie erkennen, dass im Kosinus des Verlaufs ein Sinus eingebettet ist. Ihr kosinusförmiges moduliertes FM-Signal ist also keine lineare Modulation. Eine verallgemeinerte Betrachtung des Spektrums ist daher nicht möglich. Daher bietet es sich an, diesen Verlauf in die komplexe Ebene zu transformieren, wodurch Sie für das Signal U von t gleich der Realteil von U0 mal e hoch minus j Omega 0 t plus Eta Sinus Omega 1 mal t plus Phi 1 erhalten. Sie sehen nun eine komplexe Exponentialfunktion mit Sinus im Exponenten. Diese lässt sich nun in eine Reihendarstellung mit Bessel-Funktionen umwandeln. Als Lösung für den Verlauf des unmodulierten Trägers ergibt sich daher eine unendliche Summe aus gewichteten Kosinusschwingungen, deren Frequenzen Vielfache der Grundfrequenz Omega 1 sind. Die Werte für die Bessel-Funktionen sind dabei abhängig vom Modulationsindex Eta. Die detaillierte Herleitung dazu finden Sie im Skriptum zur Vorlesung. Ich werde daher hier nicht weiter darauf eingehen. Wie sieht nun das Zeigerdiagramm bei einer FM aus? Wie Sie bereits wissen, bleibt die Einhüllende eines frequenzmodulierten Signals konstant. Die Summation aller Glieder muss als gesamte Summe daher die Spannung U0 ergeben. Der Zeiger bewegt sich nun zwischen zwei Extremwerten, dem Phasenhub bzw. Modulationsindex Eta. Sie sehen dies hier in der abgebildeten Grafik.
Hier sieht man auch, warum der Modulationsindex Eta auch Phasenhub heißt. Die Phase des pendelnden Zeigers, also der Hub, ändert sich genau zwischen Plus Eta und Minus Eta. Der Frequenzhub Delta Omega ist die maximale Pendelgeschwindigkeit, die der Zeiger erreicht. Kommen wir nun zur Bandbreite eines winkelmodulierten Signals. Durch die unendliche Summe in der Bessel-Funktion ist die Bandbreite eines winkelmodulierten Signals grundsätzlich unendlich. In der Praxis wird die Bandbreite jedoch nur über eine begrenzte Anzahl an Spektrallinien betrachtet. Dafür wird die sogenannte Carson-Bandbreite verwendet. Innerhalb dieser Bandbreite, die sich durch B gleich 2 Omega 1 mal Gamma Eta plus 1 berechnet, liegen 90% der Spektrallinien. Rechnen wir ein Beispiel. Gegeben ist folgendes winkelmodulierte Signal, U von t gleich Groß U0 mal Cosinus Klammer Omega 0 mal t plus Eta mal Cosinus Omega 1 mal t plus Phi 1. Sie haben mehrere Werte gegeben, unter anderem für U0 10 Volt, für Phi 1 ist Pi Drittel Rad, Eta ist 3 und für Omega 0 und Omega 1 ebenfalls Werte. Die erste Frage lautet, stellen Sie U von t als unendliche Reihe dar. Beginnen wir dazu mit der Formel für die Winkelmodulation. Das heißt, klein U von t gleich U0 mal Cosinus von Klammer Omega 0 mal t plus Eta mal Cosinus von Omega 1 mal t plus Phi 1. Phi 1 haben wir ja gegeben als Pi Drittel Rad. Und das umgerechnet entspricht 60 Grad. Setzen wir das also ein, dann halten wir U0 mal Cosinus von Omega 0 mal t plus Eta mal Cosinus von Omega 1 mal t plus 60 Grad. Und das können wir weiter umschreiben in U0 mal Cosinus von Omega 0 mal t plus Eta mal Sinus von Omega 1 mal t plus 60 Grad plus 90 Grad. Wie Sie ja wissen, ist der Cosinus ein verschobener Sinus. Das heißt, Sie können das einfach umschreiben. Und Sie erhalten dann dafür U0 mal Cosinus von Omega 0 mal t plus Eta mal Sinus von Omega 1 mal t plus 150 Grad. Nun können wir das umwandeln in eine Reihe mit Bessel-Funktionen. Das heißt, U von t ist gleich die unendliche Summe von U0 mal In von Eta mal Cosinus von Omega 0 plus N mal Omega 1 mal T
plus n mal phi 1. Nun setzen Sie die Werte, die in der Angabe gegeben sind, ein. Das heißt, Sie erhalten die unendliche Summe von n gleich minus unendlich bis unendlich von 10 Volt mal In von 3 mal Cosinus von Omega 0 plus n mal Omega 1 mal t plus n mal 150 Grad. Und Sie haben die Lösung für Ihre erste Frage. Die zweite Frage dazu: Wie viel Prozent der Leistung des Signals liegen innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs? Das Ergebnis ist in 4 signifikanten Stellen anzugeben. Wenn Sie nun Ihren Frequenzbereich anschauen, dann sehen Sie, dass dieser gleich der Grundfrequenz plus minus 3 Omega entspricht. Das heißt, Frequenzbereich entspricht Omega 0 plus minus 3 Omega 1. Wenn Sie dies nun in die Leistungsformel für die FM einsetzen, erhalten Sie I0 zum Quadrat von 3 plus 2 mal die Summe von n gleich 1 bis 3 von I n Quadrat von 3. Diese Werte können Sie nun in der Bessel-Tabelle nachschlagen. Und Sie erhalten für I0 von 3 einen Wert von minus 0,2601 zum Quadrat und dann plus 2 mal einen Wert von 0,3391 zum Quadrat plus 2 mal 0,4861 zum Quadrat plus 2 mal 0,3091. Wenn Sie dieses nun ausrechnen, erhalten Sie 0,9613. Das heißt, in diesem Bereich liegen 96,13% der Gesamtleistung. Hier haben Sie also Ihr Äther. Zum Schluss betrachten wir nun noch das Signal-Rausch-Verhältnis sowie den Detektionsgewinn für die Frequenzmodulation. Sie können das Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Ausgang durch 3 mal Trägerleistung Pt mal normierter Leistung Pu mal Eta zum Quadrat dividiert durch Grenzfrequenz Fg mal Rauschleistungsdichte N0 berechnen. Das Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Eingang kann durch Pt gebrochen durch 2 mal Fg mal N0 mal Gamma Eta plus 1 berechnet werden. Der Detektionsgewinn ist das Verhältnis zwischen SNR am Demodulator-Ausgang zum Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Eingang. Sie sollten diese Formel allerdings bereits aus der Übung zur Amplitudenmodulation kennen. Die Herleitung der Formeln zum Signal-Rausch-Verhältnis würde hier für die Übung den Rahmen sprengen. Sie können diese selbst allerdings in der Literatur nachsehen
oder selbst herleiten. Nun noch zu einem zweiten Beispiel. Sie haben ein FM-Rundfunksystem mit folgenden Eigenschaften. Sie haben als HF-Bandbreite 100 kHz zur Verfügung und haben ein Basisbandsignal mit einer Bandbreite von 4 kHz. Ihre mittlere normierte Leistung ist 0,5 und das minimale gewünschte Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Ausgang 30 dB. Und die Frage ist nun, wie ist das Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Eingang? Für dieses Beispiel haben wir also gegeben die HF-Bandbreite mit 100 kHz, die Basisbandbandbreite mit 4 kHz, die normierte Leistung PU mit 1,5 sowie das minimal gewünschte SNR am Empfängerausgang mit mindestens 30 dB. Rufen wir uns also die Formeln für das SNR in Erinnerung. Das heißt, das Signal-Rausch-Verhältnis auf der HF-Seite ist die Trägerleistung dividiert durch 2 mal die Basisbandgrenzfrequenz mal die Rauschleistungsdichte mal Eta plus 1. Weiters ist das Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Ausgang, also niederfrequenzseitig, gleich 3 mal der Trägerleistung, 3 mal PT, mal der normierten Leistung PU, mal Eta zum Quadrat, dividiert durch die Basisbandgrenzfrequenz FG und die Rauschleistungsdichte N0. Und schlussendlich die Formel für den Detektionsgewinn mit Signalrauschleistung am Demodulatorausgang, also niederfrequenzseitig, im Verhältnis zum Signalrauschabstand am Demodulatoreingang. Setzen wir diese beiden Formeln nun also ein. Wir erhalten somit für den Detektionsgewinn, der Detektionsgewinn D ist gleich 3 mal PT mal PU mal Nü Quadrat gebrochen durch FG mal N0. Das heißt die Formel für das Signalrauschverhältnis am Demodulatorausgang. Gebrochen durch die Trägerleistung dividiert durch 2 mal die Grenzfrequenz mal Rauschleistungsdichte mal Eta plus 1. Das heißt, das Signal-Rauschleistungsverhältnis auf der HF-Seite. Formen wir diese Gleichung nun um, dann erhalten wir 3 mal PT mal PU mal Nü Quadrat mal 2 mal FG mal N0 mal Nü plus 1 dividiert durch FG mal N0 mal PT. Und wir erhalten weiter, der Detektionsgewinn ist 6 mal PU mal Eta zum Quadrat mal Eta plus 1.
Uns interessiert in diesem Beispiel das Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Eingang. Dazu formen wir die Formel des Detektionsgewinns, der ja ist das Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Ausgang, zu Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Eingang um. Und wir erhalten für das Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Eingang, dass dies gleich ist dem Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Ausgang dividiert durch den Detektionsgewinn D. Und weiter, das S über N niederfrequenzseitig dividiert durch 6 mal PU mal Eta Quadrat mal Eta plus 1. Nun haben wir aus der Angabe das Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Ausgang gegeben. Wir haben die normierte Leistung gegeben. Das heißt, uns fehlt noch das Eta. Nun haben Sie als Hinweis gegeben, dass die Bandbreite im HF-Bereich gleich ist 2 mal der Basisbandbandbreite oder der Grenzfrequenz FG mal Nü plus 1. Formen wir dies nun also um, dann erhalten wir für Eta, dass Eta gleich ist der HF-Bandbreite BC dividiert durch 2FG minus 1. Das heißt in unserem Fall 100 kHz dividiert durch 2 mal 4 kHz minus 1. Und wir erhalten für Eta einen Wert von 11,5. Nun sind alle Werte, die wir für die Berechnung benötigen, gegeben. Das heißt, wir können schreiben, das Signal-Rausch-Verhältnis am Demodulator-Eingang ist gleich entlogarithmiert 10 hoch 30 Zehntel dividiert durch 6 mal 1,5 die normierte Leistung mal 11,5 Quadrat für Eta mal Klammer 11,5 plus 1. Und Sie erhalten berechnet einen Wert von 0,201. Das Signal-Rausch-Verhältnis wird üblicherweise logarithmisch dargestellt, das heißt, wir rechnen das nun um mit 10 mal der 10er Logarithmus von 0,201 und Sie erhalten einen Wert von minus 6,95 dB. Wir sind nun mit der Theorie sowie den Rechenbeispielen zur Winkelmodulation fertig. Ich wiederhole kurz die Informationen, die Sie bereits aus der Übung zur Amplitudenmodulation kennen, nur für den Fall, dass Sie diese noch nicht angesehen haben. Das Übungsblatt zum Teilbereich analoge Modulation wird aus 5 Beispielen, 3 davon zur Amplitudenmodulation und 2 Beispiele zur Winkelmodulation bestehen. Jedes dieser Beispiele wird von uns in 10 Punkte unterteilt. Für das Übungsblatt bekommen Sie insgesamt 5 Punkte für die Benotung. Das heißt, die Punkte, die Sie am Übungsblatt erreichen, werden von uns dann in die 5 Punkte für die Notenberechnung transformiert. Der Punkteschlüssel ist auf dieser Folie für Sie aufgeschrieben. Das heißt, wenn Sie weniger als 4 Punkte erreichen, erhalten Sie auf das Übungsblatt für die Benotung 0 Punkte. Zwischen 5 und 14 Punkten erhalten Sie einen Punkt und so weiter. Wie bereits erwähnt, gibt es zur Winkelmodulation 2 Beispiele.
Das erste davon ist allgemein zur Phasenmodulation und lautet wie folgt. Sie haben ein phasenmoduliertes Signal U von t gleich U0 mal Cosinus Omega 0 mal t plus Eta mal Cosinus Omega 1 mal t plus Phi gegeben. Von uns gewünscht ist das Zeigerdiagramm von U von t für den Zeitpunkt Omega 1 mal t für ein bandbegrenztes Signal mit einer Leistung zwischen 97% und 99% und das Diagramm, in dem auch der Zeiger des unbegrenzten Signals zum selben Zeitpunkt eingezeichnet wird. Es ist sehr ähnlich zu dem einen Beispiel, das wir in der Übung gerechnet haben. Das zweite Übungsblattbeispiel lautet folgendermaßen. Ein Kollege von Ihnen möchte den Betrieb eines FM-Rundfunksenders anmelden. Der Rundfunkregulator bittet ihn, beim Antrag zur Sendeerlaubnis die notwendige Kanalbandbreite zu übermitteln. Ihr Kollege ist allerdings selbst mit der Mathematik ein wenig am Kriegsfuß und bittet Sie daher, für ihn die notwendige Kanalbandbreite sowie die erforderliche minimale Sendeleistung zu berechnen. Aus den Datenblättern gibt er Ihnen folgende Werte bekannt. Eta gleich 6,6, die Temperatur des Senders 25 Grad. Er möchte bei den Empfängerausgängen ein minimales SNR von 38 dB erreichen und hat eine mittlere normierte Leistung des modulierenden Signals von 0,7. Die maximale normierte Amplitude des modulierenden Signals ist 1. Die Basisbandbreite des Signals ist 12 kHz. Auf der Strecke zwischen dem Sender Ihres Kollegen und dem Empfängern ist eine Streckendämpfung von 42 dB. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir diese bitte per Mail. Ich werde dann versuchen, sie in der Fragestunde am 20. April angemessen zu beantworten. Schreiben Sie die Mails bitte mit dem Kürzel NTUE20 im Betreff an meine E-Mail-Adresse, damit sie richtig eingeordnet werden und im E-Mail-Ordner nicht untergehen. Somit danke ich für Ihr Zuhören und Mitrechnen, danke fürs Dabeisein und wir sehen uns in der Fragestunde am 20. April.